Die Tat hat Eberswalde nicht verändert. Nur in ihrer Ruhe fühlen sich die Einwohner des Städtchens nördlich von Berlin bisweilen gestört. Immer dann, wenn gegen 6 Jungen des Ortes verhandelt wird. Die Anklage: Körperverletzung mit Todesfolge. Anständige Burschen, sagt man in Eberswalde, sind das eigentlich, die am 24. November 1990 den Angolaner Amadeo Antonio so schwer mit Tritten und Schlägen misshandelten, dass er starb. Der Schwarzafrikaner wurde 28 Jahre alt. Die Angeklagten wissen von nichts. Aber sag mal, fühlst du dich schuldig? Ich? Nee. Tut dir denn leid, was passiert ist? Ja. Warum? Ich meine, du hast auf ihn zugeschlagen. Ich hab nicht so geschlagen. Bist du da ganz sicher? Ganz sicher. Warum stehst du denn vor Gericht? Weiß ich auch nicht. Keiner der 6 kann sich den Tod des Angolaners erklären. Wenn er so ausartet, hat er nie gedacht, dass es so kommt. Weiß ich auch nicht. Hat sie AEM und dann war dazu. Hast du denn mitgeschlagen? Nee, halt nicht. Manche gingen zur Schule, manche hatten eine Lehrstelle, sind nie sonderlich aufgefallen. Es gibt 50 Tatzeugen, aber keiner hat gesehen, wer auf Amadeo Antonio eingeschlagen hat. Es fehlt an Beweismaterial. Und so wird der Prozess zur Farce. Die Verhandlung findet in Eberswalde statt, weil man glaubt, dass die Angeklagten nicht beim zuständigen Gericht in Frankfurt-Oder erscheinen würden. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen in eine weitere Richtung. Die Rolle der Polizei in dieser Nacht muss untersucht werden. Sie war alarmiert, dass sich eine Gruppe junger Eberswalder aufgemacht hatte, um Jagd auf Ausländer zu machen. Ein Nebenkläger sieht im Verhalten der Polizei eine Mitschuld. Also das Verhalten der Polizei an dieser Nacht kann man einfach nur als katastrophal bezeichnen. Sagt dieser eine Polizeibeamte heute, ja, als dann endlich einer zusammengeschlagen worden ist, sinngemäß, da war dann endlich für uns die Handlung da, dass wir einschreiten können. Auf die Idee, vorher mal Flagge zu zeigen, sich mit den 20 Mann von Hüttengasthof zu stellen, da zu sagen, hier sind wir, hier ist die Polizei, ihr macht hier heute nichts, ihr haut jetzt ab, da sind sie nicht drauf gekommen. Der Lagebericht aus dieser Nacht. Daraus geht eindeutig hervor, dass die Eberswalder Polizei schon früh hätte eingreifen können. Zitat: Circa 40 Personen haben Jugendzentrum verlassen mit dem Ziel, am Hüttengasthof und nachfolgend am Café Forum Randale zu machen. Der Hüttengasthof in Eberswalde ist ein beliebter Treffpunkt für Ausländer der Stadt. An diesem Abend war Disco. Als erste Amtshandlung informierten die Beamten den Wirt der Kneipe, dass Gefahr im Verzug sei. Dabei blieb es zunächst. Mit sofort den Tanz abgebrochen, die Leute informiert und hat ihr gesagt, sie möchten bitte alle nach Hause gehen. Oh, das hat eben nichts passiert. Gedacht, das lässt du nicht zu, dass die hier eben ein offenes Lokal auffinden. Und innerhalb von 10 Minuten war der Laden leer. Auch Amadeo Antonio verließ gegen 0.30 Uhr panisch das Lokal. Als er keine uniformierte Polizei sah, rannte der Angolaner noch etwa 300 Meter weit und wechselte dann die Straßenseite. Er lief direkt in eine Gruppe von etwa 20 Eberswalder Jugendlicher. Sie umkreisten Amadeo Antonio und schlugen gröhlend auf ihn ein mit Fäusten, Füßen und einem Baseballschläger. Diese Szene wurde beobachtet. Nur wenige Meter entfernt hielten sich in einem Pförtnerhaus 3 Polizisten auf. Wissen Sie, es war keine Personenbewegung. Muss ich mal dazu sagen. Auf der ganzen Straße nach Fino keine Menschenseele, kein PKW, nichts, was diese Leute hätten können beschädigen. Und plötzlich taucht dort eine einzelne Person auf. Das war überraschend für uns. Und wir auch das Ziel nicht erkannt haben, dass da irgendetwas passieren wird in dieser Hinsicht. Ich möchte mal so sagen, mit solcher brutalen Gewalt. Haben Sie denn nicht gesehen, wie auf den Angolaner eingeprügelt wurde? Nein. Auch Ihre Kollegen nicht? Nein. 2 der Beamten liefen in Richtung der Gruppe. Sie wurden aber von dem 3. Polizisten Ernst-Gerhard Berkan zurückgerufen. Er schätzte die Lage als zu gefährlich ein. Die beiden Polizisten, es sind Brüder, geben später folgenden Sachverhalt zu Protokoll. Ich lief bis zum Fußweg vom Pförtner aus vor und schaute in diese Richtung. Dort sah ich etwa 15 bis 20 Leute auf einem Haufen stehen. Diese Leute bildeten einen Kreis oder Halbkreis. Und ich sah, dass mehrere Beine auf etwas eintraten. Ich wollte zuerst darauf zugehen, aber Herr Berkan hielt uns zurück. Ich habe nur gerufen zurück. Und es war für mich wie ein Warnschuss. Und die ganze Meute ist auseinandergesprengt. Und da haben wir erst gesehen, was da überhaupt passiert war. Und da sind wir hingegangen und haben den Verletzten dort liegen sehen. Haben Sie denn den Afrikaner nicht in die Menge
reinlaufen sehen? Nein. Amadeo Antonio starb an inneren Verletzungen 3 Wochen später im Krankenhaus. In den Eberswalder Gasthöfen wird gelegentlich noch heftig diskutiert über den Tod des Angolaners. Besonders an Prozesstagen ist die Stimmung gereizt. Als ob Eberswalde besonders ausländerfeindlich ist, heißt es. Im Stettiner Hof trinken auch die Freunde der 6 Angeklagten abends ihr Bier. Wir sind normale Leute. Hier wird nicht geprügelt oder geschlagen. Was außerhalb meiner Gaststätte hier in Eberswalde passiert, wie gesagt, das ist, bin hier nicht einer von der Eisarmee, der hier für Ruhe und Ordnung in der Stadt zu sorgen hat. Hier drin sorge ich für Ruhe und Ordnung und das ist mein Problem und hier ist Ruhe und Ordnung. Auch Augenzeugen der Tat können sich hier nur vage erinnern. Ich war zwar auch da gewesen, ich habe nichts gesehen, ich habe bloß den Blut hier näher am Straßenpfahl gesehen, fertig ist. Kein Kommentar. Warum wurden die gemacht? Warum denn? Der Nea tot gemacht. Warum denn? Das ist doch die einzige Chance, sich zu wehren. Soll man zu Kohl gehen, ihm was von Fresse hauen oder mit ihm quatschen? Ich meine, ich komme nicht an Kohl ran. Man kann bloß jetzt die Kunden, die es wirklich jetzt betrifft, die jetzt ihr Recht haben oder ihre Chance haben, ihr Leben zu führen, überhaupt nicht hierher gehören. Die kann man doch bloß ranziehen und... Durch so eine Scheiße? Ich meine mal, ja. Wenn es sein muss, auf die Schnauze hauen. Aber was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt an Landtag hier wählen oder Landesrat oder wie das heißt? Soll ich hingehen? Tut mir leid, ich meine, möchte Wohnung haben, tut mir leid, aber... Ja, da wäre ich frei, da wohnt aber ein Polacke drin. Aber tut mir leid. Was soll ich machen? Da kann ich doch bloß mich an den Kunden irgendwie abreagieren, die es wirklich betrifft. Man kriegt hier keine Wohnung. Aber uns so ein Neger... Er kriegt hier seine Wohnung. So. Zum Beispiel hier unten gleich in der Nähe hier. Da, die haben alle die ganzen Nähe und die ganzen Ausländer. Das ist mir scheißegal, was das ist, von dir sagst. Die haben alle, ihre Wohnungen. Wo ist unser Einsatz? Ja, also, klar. Ich bin 20 Jahre alt. Ich kann kein Lebensleben führen. Ja? Das geht nicht. Absolut nicht. Was an Rumänen oder was hier für ein Volk alles rumläuft. Das sind ja gerade die Autos knacken und einbrechen und so weiter. Das sind ja nicht die Deutschen, das sind ja die Ausländer. Den haben sie nun mal ins Institut geschlagen. Und das war nun gerade mal in Eberswalde gewesen. Mein Gott, wenn das in Globbe gewesen wäre, 5 Kilometer weiter, hätte sich wahrscheinlich außer die Polizei keiner drum gekümmert. Das war nun mal in Eberswalde, weil sie hier mal zwei gesehen haben in Springerstiefel. Und das waren die nun mal ins Gerade. Da machen sie so einen riesen Aufhänger drüber. Ihr Team kommt hierher nur wegen so einem Scheiß. Das Urteil wird Ende August erwartet. Vieles deutet auf Freispruch hin.